Hallo TBTV-Fans, wir sind heute wieder auf einem Turnier, das wir veranstalten, und zwar der Frühlingsoffensive für Bold Action. Und ja, wie ihr seht, ich spiele nicht mit, weil ich habe hier ein kleines Hühnchen, wo ich drauf aufpassen muss, weil meine Frau sich für einen kleinen Urlaub entschieden hat. Aber ich werde ein wenig rumlaufen und filmen und ich hoffe, ihr seht etwas und vielleicht spricht ja der eine oder andere Spieler mit euch. Bis dann. Der Hannes ist wieder dabei. Viele Spieler. Da ist der Sascha. Und du kannst schon. Ich muss da hinten hinsetzen. Ich verweige dir die Flanke. Ja, passt schon. Das Fahrzeug nur das. Sag mal Hallo Bronco. Hallo. Ich warte jetzt darauf, bis du sagst Hallo Bronco. Das kann passieren. Jein, es steht aber auch drin, wenn der Raum, wenn das Ding unterteilt ist, zählen die Räume. Ein persönlicher Freund des Tabletop Basements, Sebastian. Stefan von Nano ist auch da. Das hilft nicht. Nur von der Weite, ne? Die können nur drin. Und die Steffi sorgt natürlich wieder für unser leibliches Wohl. Was eigentlich Kalles Aufgabe war diesmal, aber er hat sich ja dafür entschlossen, nach Berlin zu fahren. Die Adventsen rein und eröffnen das Feuer auf den kleinen Kopf da. Wer weiß es nicht, die romantischste Hauptstadt Deutschlands. Ja, erste Runde vom ersten Spiel. Sebastian, du bist ein Powergamer. Lass doch mal die Leute in Ruhe. Ja, der ganze Trupp schon weg. Sechs deutsche Grenadiere weg. Ah, oh, die guten Grenadiere weg. Die guten Jungs sind tot. Oh, Felix Kessel. Es sind zwei Grünen, aber die Würfel sind nicht meine. Feuer auf den Scharfschützen vor. Felix, warum kesselst du nicht da ein? Ich mache eine große Eingabe. Du machst wieder mit Sachen. Ich habe mir von beiden gemacht, aber. Oh, dann bräuchte ich mal nach zur anderen Seite. Beugen? Ja, irgendwann ja, zur Seite. Schön im Sonnenschein, die Trupps. Wir haben die Top Secret gesucht. Im Morgengrauen. Im Morgengrauen. Ist ja auch die erste Schlacht des Tages. Ja. Ja, aber mit einer Hand den Süßchen geht das schon. Das ist ja ein Tank gegen Amerikaner. Das ist ein koaxiales MMG. Nee, das ist der Panzerschreck, Mann. Achso, der Medic ist hier. Sieht aus wie in meiner Bar, aber das ist keine Panzerschreck. Der schießt mal auf den Trupp. Medic muss den Panzer auf. Dann Schuss vom Scharfschützen auch da. Haben wir nochmal so ein Glück? Wahrscheinlich nicht. Ja. Naja, der Pullmarker fehlt ja noch. Hoffen wir. Down gehen als Scharfschützen? Down gehen als zählt als Bonus auf dem Ding. Ach nein, doch, zählt. Ja, nochmal Glück gehabt. Hinten zählen für Sniper, weil hinten ist ein Bonus auf dem Deckungswurf. Und wie ist der andere bei LMS? Leider nicht. Der sieht eher nicht den Krupp da hinten. Kann das sein, dass sie gerade ein bisschen überrannt ist? Aber weißt du, Marco, ja, haben wir schon Erweckungsnachfolge geguckt? Aber das ist animierte Gates in neu. Ich bin genau auf 6 Zoll dran. Das heißt, der Leute wird einen Metallbogen. Ich werde mit dem MMG vor. Zwei Rechtstreffer auf den Bazooka schossen. Ein Würfel aus dem Sack. Das Problem ist, bei den Moralwerten muss doch an. Wir haben noch ein Turnier, ein Päckchen. Ja, ich schieße da nochmal raus, wenn das mit der Reichweite irgendwie passt. Ressi, also wir spielen es bei uns so, du musst dich von der Aggression wegnehmen. Ja, wie, wohin? Ja, die Gemeinde. Ja. Hast du einen Bitte. Also, ich brauche meine Aggression viel. Oh. Nein, der Medic. Aber ja, lange Reichweite nur, klar. Mindestens ein Platz. Verplatzt. Ich aktiviere den. Na, lass ihn liegen, der ist Deckung. Die machen etwa und schießen auf den. Brandenburger kommt noch, verstehe! Das habe ich gar nicht schon mal angeklappt. Ja. Kommen alle ran. Okay. Run. Alles, ich darf noch nicht mitspielen. Ja, das ist schon gut. Ich finde das sehr fair von dir. Die Winterarmies sind aber schlecht getarnt bei diesem Frühlingswetter. Ja.
Ergebnis. Das ist der D2-Wurf. Beziehungsweise, das ist schon mein Durchschlag. Hier wird auf die 3 wird auf den Durchschlag draufgerechnet. Genau, 4 und 2. Den habe ich mit allen geschossen. Der hatte irgendwann bei 6, 7. Ja, vielleicht. Deswegen habe ich so geschossen, damit der einfach nur Version gefunden. Ja, hat er, was hat er denn stehen gehabt? Benni, was hat denn stehen in unserem letzten Spiel? KV2? War es ein KV2? Ja. Ich habe da echt mit einem. So, Runde 2 läuft. Felix wieder. Sag mal Hallo, Olaf. Hallo. Die vorderen beiden sind immer im Blink. Hallo. Der Sascha hat sich auch umplatziert. Spielt jetzt gegen den Benjamin. Aber er verzweifelt schon an der Katjuscha, die alles trifft. Ja. Das ist ein Hitmarker. Ja, Glücker. Ein Hitmarker und du fährst auch. Ja gut, zwei Hitmarker und dann sind wir jetzt dran, weil die Einheit da drin hoch. Aber. Die Einheit hat so ein bisschen nicht aus. Deswegen passt. So, die zwei Führer nach der ersten Runde haben sie Sebastian spielen. Aber wer ist hier aus? Ja, das haben wir uns. Mal lächeln. Okay, wenn du da bist. Ja. Wenn du die Einheit, die markiert wurde durch den Air-Observer, wenn du die tötest, also was ist mit der Markierung? Die ist dann weg. Im Gegensatz, also der Harig-Schlag, der wird auf, auf einen Punkt auf dem Spielfeld gelegt, der Air-Observer-Schlag auf eine Einheit. Und wenn die tot ist, bevor der Air-Observer oder mit der Air-Schlag kommt, ist der verfällt dann. Der ganze Erschlag. Ja, weil du kein Ziel mehr hast. Memo an mich, nicht mehr auf ihn schießen. Okay. Beim ersten. Achso, ja. Hallo. Ich nehme mal den MCU. Sascha ist nicht ganz so gut drauf. Also, was war denn jetzt gut drauf? Gut drauf ist so. Bei den Deutschen ist kalt. Die Russen machen das hier, glaube ich. Ja, und kein anderer. Was ist dein Würfel? Er kann ja sein, dass es anders ist. Ich würfel, ob sie aufsteigen. Nein! Das war ein Panzerjäger, ne? Nee, das war ein Absolver. Ja, natürlich. Versuch mal, die hier vorne zu aktivieren. Ja, meine Stimme hast du. Guck mal, wie lange ich dich lässt. Ja, das war schon gut. Wenn nicht, ich treffe ja noch am Schluss den Mittelkönig. Das ist ein böses Karma, gell? Das ist Downgrade. Da kannst du auch anfangen. Ich nehme jetzt nicht noch einen Nebelwerfer mit. Nee, das ist die Kuh. Eine Kuh reicht erstmal. Dann ja, aber ich kann es euch geben. Ich kann es Hier ist ein Base zu nähen. Ich muss noch einen Würfel rausnehmen. Du bist jetzt quasi nur noch dran. Ich bin nur noch dran. Okay. Vierter Spielzug. Ich gucke mal, ob meine Reserven aufs Spielfeld kommen. Lächeln. Doppel 1. Deine Reserven. Soll das ein Witz sein? Scheinbar. Also den Willi mit dem MP, den finde ich ja schon hart. Aber dann kommt das irgendwie nicht hin. Ja. Die beiden MGs, die noch funktionieren, wollen, wenn sie dann dürfen, ja, den Trupp beschießen. Aber du hast ja auch 4 Pinmarken. Ja, ja, dann nie. Nie. Auf wen schießt du? Auf den Teil oder den Okay, also Benny ist 4. Der hat doppelt 6. Nee, war eben ein Trupp. 4 plus 3 Pinmarker. Achso, ja. Schön. Bitteschön. Das für dich. Der Gutschein ist online einlösbar. So, Platz 2 mit einem Punkt Vorsprung vor Benjamin, der Sebastian. So. Und auf Platz 1 mit dem letzten Spiel umgedreht, 2 Punkte vor Sebastian, also ganz knapp vorne. Der Christian. Ja.
Jetzt, wie kommt? Die letzten beiden zwei Spiele 20-0 hast du gemacht. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Das reicht heute. Ich bedanke mich bei all meinen Gegnern. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und kommt gut nach Hause. Ihr habt ja alle eine weitere Anfahrt. Tschüss. Dankeschön.